Was kann man eigentlich aus Spinnenaugen machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwelche Tränke oder sowas. Muss ich mir mal schlau machen. Da liegt noch was. Das kommt mit. Also liebe Leute, das Feld hier will ich jetzt schon noch ordentlich bestellen. Aber ich muss wieder nachlegen. Aber ich will auch noch nach Oberklein-Wieselberg das und mit der Trasse anfangen. So, da haben wir hier alles. Das sieht gut aus. Da ist noch was. Da und da und dort. Und da hinten auch noch. Na. So. Das Feld sieht gut aus. Das noch nicht. Da fehlt was. Da noch und da noch und da noch. Na komm, hin da. Och, so. Da noch. Da. Uiuiui, das sind aber große Löcher. Naja, so groß sind die nicht, aber es sind viele. Okay, da noch, da noch. So, jetzt wenn ich das Feld bestellt habe hier, dann muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Weil mein Mund ganz trocken ist. Vielleicht hört man das sogar. Naja, ich glaube eher nicht. So, da und da und das dann noch. So, haben wir da alles? Nee, da fehlt noch was. Ja, das sieht gut aus. So, also Augenblick mal eben. Eben was trinken. Ah, ja, das tut gut. So, und dann geht's hier weiter mit dem Fell. Wieder nachlegen. Und da lang. Okay, noch zwei rein und dann noch ein bisschen Löcher stopfen. Ich glaube, dann wird schon wieder Nacht. Haben den ganzen Tag Fellarbeit gemacht. Naja. Noch steht die Sonne hoch am Himmel. Aber Mittag ist schon vorbei. So, da ist noch was übrig. Da noch, da noch, da und da. Und ich muss wieder Neues machen. Na, komm, da, da. Und da und da. Ja, sehr schön, alles wieder angepflanzt. So, jetzt kommt das hier weg und das da, alles kommt mit. Okay, bringen wir die Sachen noch weg. Und dann geht es nach Oberklein-Wieselberg. Aber vielleicht finden wir gerade noch eine Lore. Ich glaube, ich habe nämlich eine. Und dann können wir das gleich mal ausprobieren. So, ein paar Rote mache ich jetzt nicht. Ich hau das einfach alles hier so rein. So, zack. Und das da. Die Seide und dann war hier noch sonstiges. Da kommen die Spinnenaugen rein. Und ich will mir auch gerne nochmal eine Kiste anlegen für Wolle. Denn ich will auch nochmal bunte Wolle haben. Habe ich jetzt da alles? Ja. Okay, also. Nach Oberklein-Wieselberg schaffen wir es heute noch. Ja, die Sonne steht da hoch. Jetzt nehme ich doch mal das Messer. Das Messer, sag ich, das Schwert in die Hand. Man kann ja nie wissen. Ah, jetzt habe ich das mit der Lore vergessen. Naja, ist egal. Dann esse ich ein Brötchen. So, ich glaube, das ist echt das Sinnvollste, die Trasse in Oberklein-Wieselberg anzufangen. Und dann bis zu diesem Wüstentempel. Moment, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Muss irgendwie da hinten lang laufen. Bis zum Wüstentempel und von dort aus dann wieder irgendwie hierher. Ja. Ja, das werde ich sehen. Jetzt machen wir erstmal das. Beste Reihe nach. Na, wo? Jetzt verlaufe ich mich dann gleich wieder. Ich werde es schon sehen. Nein, ich verlaufe mich nicht. Okay, was haben wir denn da? Ja, okay, das ist nicht so viel. Okay, dann sind wir jetzt hier. Wir müssen über den Fluss. Schon wieder mal die falsche Taste. Ich lege die ganz lieb. So.
Ja, Schafe bunt färben. Da muss ich noch Färbstoffe besorgen, alles Mögliche. Und dann kriegen wir auch bunte Wolle. Ich weiß zwar noch nicht, was ich damit mache. Außer mit der braunen Wolle. Aber das macht ja nichts. Aber wir müssen sowieso noch mal mehr Schafe haben. Denn noch ist es viel zu wenig. Ja, und ich kann wieder was essen. So, wieder mehr kleine Schwimmpartie. Ja, wir sind hier ein bisschen langsamer. Ja, ich bin gespannt, wie es da jetzt in Oberklein-Wieselberg aussieht. Naja, bestimmt so, wie wir es verlassen haben. So, jetzt rein da. Ich meine, raus da. Aus dem Wasser. Dann kann ich wieder schneller laufen. So, ich will die Trasse ja natürlich auch möglichst gerade machen. Das ist dann... Ja, nee, ein Umweg ist es nicht. In einer Welt aus Klötzen ist es... wird die Strecke genauso lang sein. Weil ich genauso viele Klötzchen in die Einrichtung, also nach, was ist das, Westen zurücklegen muss, wie... Moment, wo sind denn die Klötzchen? Wie nach Süden oder was eben die andere ist. Da waren doch noch irgendwo Klötzchen. Ich bin einfach darauf losgerannt. Und weiß nicht mehr wohin. Da ist doch... Ja, da. Also ich muss den Dingern folgen. Hier nicht einfach so kreuz und quer da durchlaufen. Dafür habe ich sie mir ja gesetzt. So, da oben. So, und jetzt dürfte man auch gleich das Dorf sehen. Ja, da vorne sieht man es ja schon. Okay. Habe ich jetzt noch Schienen mit? Nein. Ja, das macht nichts. Ich muss ja noch keine Schienen verlegen. Okay, ich würde sagen, der Bahnhof soll dann auch irgendwie hier so hin. Weil jetzt erstmal gucken, ob da zu Hause alles in Ordnung ist. Sind denn die lieben Nachbarn auch noch alle da? Ach, da wollte ich doch mal so eine Stufe nach unten machen. So eine Treppe. Hallo Nachbarn, wo seid ihr? Oh, hier sieht es noch gut aus. Ah ja, ich höre doch einen. Wo ist er denn? Ach da. Guten Tag, Frau Nachbarin. Wie geht's denn immer? Sind noch alle da? Das sieht hier so leer aus. Ah, da höre ich doch noch mehr. Wo sind sie denn jetzt alle? Gerade habe ich sie noch gehört. Ah, da sind sie. Smaragdgrün Lederjacke. Und du? Smaragdgrün Kartoffeln. Smaragdgrün... Nee, das war der gleich wieder. Na egal. Da draußen ist noch jemand. Melone. Okay, auch ich bin hungrig geworden. Okay, jetzt geht's zur Trasse. Da gleich wieder auffüllen. Nee, nicht den Rest wegschmeißen. Jawohl, steht noch da. Okay, also. Der Bahnhof. Wo soll der Bahnhof jetzt hin? Ja, da vorne. Also der kann ja ruhig ein bisschen abseits des Dorfes sein. Naja, so viel abseits ist das ja auch wieder nicht. Ja, doch, ich würde sagen, hier. Da müsste das hier irgendwie durch den Wald gehen. Ich laufe jetzt einfach mal hier geradeaus durch, um mal zu sehen, wo ich hinkomme. Ja gut, ein bisschen nach links und rechts kann ich ja. Aha, da ist schon mal Wüste, das ist gut. So. Ich glaube, das sieht ganz gut aus hier so. Ja, da kommen wir direkt da raus. Das ist doch gut. Dann mache ich das so. Weil ich ja den Tempel da noch umrunden will. Da müssen wir eben ein bisschen übers Wasser, aber das macht doch nichts. Das wird das... Ja, das gefällt mir. Das ist schön. Dann wird das Ganze nur umso interessanter. Okay. Ja. Hier soll dann die Eisenbahn entlang gehen. Was haben wir jetzt da? Ist da... Steht da was drauf oder kann das weg? Nö, das kann weg. Das ist nur so ein Sandberg. Ja. Dann werde ich... So mal sehen... Da hier so rüber das machen, genau.
Da kann ein bisschen Sand weg. Oh, jetzt wird es aber dunkel. Ja, das macht nichts. Dann laufen wir jetzt schnell nach Hause. Also nach Oberklein-Wieselberg. Aber da sind wir ja im Grunde auch zu Hause. Moment. Hier, nach oben. Und dann laufe ich jetzt geradeaus in diese Richtung. Und dann will ich sehen, wo ich da hinkomme. So, irgendwie da. Es geht jetzt... Da geht es nicht so auf den Block genau. Moment, eins hier. Nur so ungefähr. Aha, da kommt aber wieder Wasser. Aber da vorne sehe ich doch schon... Nee, das ist ein Hügel. Ja doch, aber da ist das... Da ist doch das Dorf, oder? Oder sind das Bäume? Ah, nee, da ist das Dorf. Ah ja, okay. Dann muss ich da eine Kurve machen. Nutzt alles nichts. Ja, okay, dann... dann ist das eben so, oder? Dann mache ich da eine Kurve. Aber erst hauen wir uns hin und warten auf den Morgen. Na komm, hier. So, gute Nacht. Und gleich geht's weiter. Und. So, jetzt. Okay, dann lasse ich den Bahnhof dennoch hier. Das ist schon in Ordnung. So, dann muss ich jetzt Bruchstein haben. Moment, ich kann den aber möglichst weit dahin machen. Das muss ich dann noch ein bisschen auffüllen. Ja, okay. Ja, da gehen wir einfach nach oben. Ja, das kann aber weg hier. Der Baum muss dann auch weg. Das ist ja jetzt so... Ah ne, der ist doch gar nicht so hoch. Okay, gut. Da muss ich wieder nach unten. Nee, da kommt eine Trasse hin dann. So, der Baum muss auch weg. Halt, Axt. Okay. Und es geht... Ah, da drüber. Ja, das ist schön. Es geht weiter mit der Trasse. Nein. Wo haben wir sie da? Nein. So. Ach, es ist wieder die falsche Taste. Okay. Ja, da buddel ich mich aber auch durch. So, das kommt weg. Moment, bin ich hier noch richtig? So, weiter geht's. Da, der Baum muss weg. Da steht zwar nicht direkt im Weg, aber das... ja, Laub hätte ich beinahe gesagt. Die Äste. So, da hoch. Da auch. Der muss auch weg hier. Und hier geht's weiter dann. Und ja, da. Das ist jetzt Fichtenholz. Oh, mal sehen, was wir da draus machen können. Aber den Hügel, den mache ich wahrscheinlich weg. Ja, doch, der kommt weg, weil ich da nicht alles... Oder, ja, nee, Tunnel wird nichts. Ich trage den einfach ab. So, aber auf jeden Fall weiß ich jetzt erstmal, na, wie die Trasse langlaufen soll. Ach ja, hier. Oh, ja, doch, das, da kommen wir schon ganz gut raus hier.